Ja, moin Freunde, immer wieder herzlich willkommen. Heute mal quasi Titscher on Tour mit dem geilen Tornister. Man könnte auch sagen Tonister, denn da ist nämlich ein bisschen Mess-Equipment drin. Passt da perfekt rein. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Video. Ja, heute sind wir mal zu Gast Bunker Rostock. Oh Gott, ja. Da wurde jetzt nach längerer Zeit mal wieder der dritte Floor ganz oben aktiviert. Und ja, wurde ich gefragt, Mensch, Titscher, irgendwie bei der letzten Veranstaltung die Anlage, irgendwie klingt die nicht so richtig und da war wohl öfter mal rot zu sehen am Verstärker und alles so ein bisschen eingestaubt, können wir da nicht mal rüber gucken und ein DSP ist wohl auch vorhanden, ja gut, ist ja nicht must-have mehr oder weniger heutzutage, aber mit Passwort davor, das ist wohl vorhanden und ja, das Gute ist dadurch, dass wir natürlich die Anlage fest verbaut haben, macht es auch Sinn, mal was einzumessen, weil die Raumakustik ist ja immer dieselbe, weil die Anlage natürlich auch immer am selben Platz steht. Deswegen werden wir uns da heute ein bisschen versuchen und ja, ich gucke mal, was ich so mitnehmen kann. Ist ein altes Mach-System, eigentlich ziemlich amtlich. Ich denke mal auch selbst für heutige Verhältnisse noch. Wir gucken mal. So, hier sind wir jetzt angekommen auf dem obersten Floor, das Objekt der Begierde quasi. Hier stehen die erwähnten Machbässe, Links-Rechts-Aufstellung. Und ist wirklich eine Menge Holz. Ich zeige mal hier kurz ein MS 118 ist das mit 600 Watt AES. Ob es nur sich um Bandpass handelt oder Bassoflex, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall haben wir 103 Dezibel, 1 Wattmeter. Also wird es auf jeden Fall kein Bassoflex sein, nehme ich an. Dann haben wir hier die ganze Top-Teil-Sektion mit Kick und Top. Ja, Top ist ein MS 1262. Kick ein MS 15X2. Ja. Ganz interessant. Den ersten Fehler haben wir schon rausgefunden. Also einmal ging eine Bassseite nicht. Das muss an der achtpoligen Verkabelung liegen, die vom Amp-Rack kommt. Ich bin jetzt einfach mal direkt in den Sub gegangen, anstatt den langen Weg quasi durch alle Top-Teile durch. Das heißt, wir müssen jetzt einmal alle Patch-Kabel überprüfen. Und ja, hier ist das Amp-Rack. Haben wir tatsächlich sogar zwei Alto-Verstärker. APX 2000 mit 4x 500 Watt, okay. Wird wohl für die Top-Teil-Sektion sein. Der obere. Und dann haben wir, ja, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, PAM 4100 und PAM 6100. Die sind auf jeden Fall für die Bass-Sektion. Leider hat der Bass auch ein Problem. Also ich habe jetzt, oder ich empfehle immer, dass man halt viel rumtauscht und guckt, wann der Fehler mitwandert. Jetzt hat man in dem Fall zwei Fehler. Einmal spinnt eine Verstärkerseite. Und das mit dem Kabel, ja, das jetzt erstmal zum Stand der Dinge, jede Frequenzweiche. Es ist echt ein Graus, sich damit erstmal einzufuchsen, wenn man PA2-User ist. Na, ja, wir gucken mal weiter. So Leute, Fehler Nummer 2 war eigentlich auch bis jetzt sehr leicht. Gucken wir mal, ob wir es rauskriegen. Da sind wir jetzt am Hinterteil der Endstufe und sehen hier, na wo ist es denn? Da. Und der wäre auf Stereo gestellt. Und wenn da nur ein Eingang dran ist, dann kommt natürlich auch nur an einen Kanal was raus. Ja, Fehler 2 auch gefunden. Jetzt sollte die Anlage erstmal wieder grob spielen. Also alle Bässe laufen, alle Hochtöner. Kann man natürlich gut überprüfen, indem man halt natürlich alles mutet. Und mal reinhört. Wir haben hier auch ein Drei-Wege-System, also ganz interessant. Ja, Bässe laufen. Jetzt machen wir uns, denke ich mal, ans Messen. Des Todes. So, zurück von der Machfront. Fehler gefunden. Also es gab offenbar hier eine Reihenfolge, wie die achtpolige Verkabelung zu funktionieren hat. Ist mir auch neu. Also scheinen nicht alle Buchsen parallel zu sein. Jedenfalls beginnen wir jetzt die Signalstrecke hier. Gehen vor da in den zweiten Bass, vom zweiten Bass in den Kick und vom Kick zum Top-Teil. Und ja, alle Wege funktionieren soweit und ja, macht auf jeden Fall ordentlich Spaß wieder. Hatte ich glaube ich schon mal gezeigt, hier steht noch ein zweiter MS 118. Und ja, Anlage drückt wieder. Ich denke mal, nächste Veranstaltung kann kommen. Und da sind wir auch schon zurück, diesmal im Partykeller.
Hier hat quasi alles angefangen, sehr interessant. Hier stand damals die komplette Behringer Anlage. Ihr kennt es noch, das war so mein erster Wiedereinstieg mit YouTube nach vielen, vielen Jahren Pause. Witzig, mal wieder hier zu stehen. Ja, kurzes Resümee nochmal. Also wirklich, es ist halt immer wieder das Problem, wenn halt an verschiedenen Locations, oder Quatsch, wenn an der gleichen Location immer verschiedene Veranstaltungen stattfinden, wo halt teilweise eine Anlage mitgebracht wird, teilweise nicht. Du hast halt immer Leute dabei, die irgendwo mal, ja, was dazuschließen, was umklemmen, es wieder nicht zurück, nicht richtig zurück anschließen und dann kommt genau sowas bei raus. Haben aber die Probleme schnell gefunden, Anlage lief. Ich wollte im Nachgang eigentlich auch noch den, das war der dritte Floor, auch dritte Etage, in der zweiten Etage den zweiten Floor zeigen. Der wurde gerade komplett neu bestückt mit einer schönen Seebug-Anlage. War Firma Seebug A3 oben an der Decke angebracht, auch als Delay-Line, also ganz vorne welche. Und dann irgendwie ab der Hälfte des Raumes nochmal zwei an der Decke. Und zwei Doppel-15er in Case-Hub 15 irgendwas von Seebug. Soll ziemlich mächtig sein, leider kam nicht mehr dazu, da gerade die Reinigung drin war. Und ich natürlich nicht auf den Sack gehen wollte mit meiner Filmerei. Aber da kommen wir noch, denke ich mal, zum Soundcheck. Ja, war auf jeden Fall wild und auch tatsächlich gab es da auch schon Probleme. Die haben da nämlich einen schönen, ich sag's jetzt bestimmt falsch, Xilica oder so, DSP. Wurde auch von jemandem dort alles eingerichtet. Dann fand auch eine Veranstaltung dort statt, die auch meinten, okay, ich klemme hier nochmal was an und hier klemme ich das an. Und Ende vom Lied war, dass die Top-Teile nachher am Bassausgang hingen und ja, alles vertauscht, was nur geht. Das war aber eine andere Story, das hat jetzt damit nichts zu tun, nur das mal am Rande. Schlussendlich ist jetzt ein Schloss vor, ganze Rack ist zugeschlossen, ja. Also passt da wirklich auf. Es ist wirklich teilweise, kriegen die Leute alles hin. Ja, hier kommen wir mal zum nächsten Sorgenkind. Wollte euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da auf dem OP-Tisch liegt jetzt meine DB, oder nicht DB, DB Technologies Opera 515DX. Die kam auch nach dem Verleih wieder oder währenddessen noch. Ja, Lautsprecher geht nicht mehr, scheiße. Wir haben ein bisschen Mucke gehört. Ich hatte die noch aufgestellt. Ging wo mittendrin einfach aus. Ja, wird man natürlich immer misstrauisch. Da habe ich das Ganze schon mal ein bisschen demontiert. Sorgenkind ist das Modul hier. Genau wie die Kamera auch gerade ein Sorgenkind ist. Oh, die Kamera ist zu schwer. Fuck. Ja. Da auf dem Modul, ich hatte es schon mal weit auseinandergebracht. Digi Pro steht da genau drauf. Ja, da wird wohl was mit der Mikroelektronik los sein. Es hat augenscheinlich überhaupt kein Problem. Der Lautsprecher, es ist halt so, aus dem Hochton hörst du ganz leise die Musik noch. Und aus dem Tiefmittelton knackt es rhythmisch, wie so ein Metronom. Und ja, das ist so quasi das Fehlerbild. Da habe ich ein bisschen gegoogelt, habe herausgefunden, dass die DB Technologies Module teilweise alle so ein bisschen Probleme machen, gerade bei den Bässen auch. Da gibt es schon Servicebuden, die sich richtig spezialisiert drauf haben, die zu reparieren. Mehr oder weniger. Und ja, hatte dann bei DB Technologies direkt eine Ersatzteilanfrage gestellt. Kam auch schnell eine Antwort, da hieß es denn, ja, wenn das halt keinen äußerlichen Schaden hat und keinen Wasserschaden, würde es 170 kosten im Austausch. Wenn es kaputt ist, kostet es über 300. Ja, da überlegt man natürlich bei einer, ich glaube, 7 Jahre müsst ihr auf dem Buckel haben, 7 Jahre alte Box, ob das noch lohnt. Schlussendlich habe ich jetzt was anderes gefunden. Triplex Service, glaube ich, heißt das, oder Triplex. Die bieten mir das Ganze für 100 an im Austausch. Und ja, das soll aber dann als komplettes Modul verschickt werden, wie wir jetzt auch sehen nach dem Cut. Muss ich einmal kurz machen, weil die Kamera leer war. Genau, ja, Modul ist wieder verbaut. Geht dann an die Servicebude und ich bin auf jeden Fall optimistisch. Hier steht es auch nochmal. DigiPro G2, bin sehr optimistisch, dass sie das halt für diesen Preis, für diese 100 Euro reparieren. Also die wird auf jeden Fall nichts haben. Ich habe die Anlage auch selber aufgestellt den Tag. Die hing ganz normal an der Steckdose, kein Regen, kein gar nichts. Wird vielleicht auch einfach eine Alterserscheinung sein. Die Speaker habe ich, wie gesagt, schon sehr lange. Die waren etliche Male schon im Einsatz. Ich habe die damals im Set mit den Altos gekauft für 550 Euro. Das Geld haben die schon 10 Mal wieder reingespielt. Übertrieben gesagt, also ja. Wir sind auch momentan meine einzigen Aktivboxen, deswegen werden die auch nicht weggehen und ich hoffe, dass alles repariert werden kann. Ja, hier übrigens mal so ein Innenleben, ganz unspektakulär, alles DB Technologies, OEM, Speaker. Ich finde der Hochtöner sieht ein bisschen kleiner aus, also da habe ich, gut ist auch nur ein 1 Zoll, aber ja, geht auf jeden Fall größer. Hier mit so einer kombinierten Verkabelung, Tieftöner ist natürlich ein 15 Zöller, Magnet könnte auch größer sein, aber das kennt man ja von DB. Was ich da so in anderen Videos gesehen habe, das Zeug sieht immer gar nicht so amtlich aus alles, aber Riesenvorteil ist halt, die Kiste ist trotz aktiv mega leicht, die kann ich wirklich mit 3 Fingern tragen. Ich glaube 19,5 Kilo oder so. Was natürlich dadurch kommt, dass wir hier ja ein komplettes Plastikgehäuse haben,
viele hassen Plastik. Ich meine, klar, du darfst ja jetzt nicht die Kodas oder die RWs nebenstellen, aber für den Standardeinsatzbereich hauen die doch gut hin und sind auch durchaus mal aus Full Rage top einsetzbar, habe ich auch schon öfters festgestellt. Also werden die repariert und ich freue mich drauf, die zurückzubekommen. Auch gerade als Monitor, auch wenn ich es erst einmal so benutzt habe, aber als Monitor doch auch sehr entspannt. Ja, was haben wir noch für ein Fazit vom Video? Also wenn ihr so eine Fehlersuche macht, ich versuche da wirklich von Signalanfang bis Signalende anzufangen. Also von, ja gut, Mischpult in dem Fall, da konnte jetzt nichts gewesen sein. Aber vom Mischpult zur Frequenzweiche, da alle Kanäle muten, mal genau hinhören, gucken, was muss wo am Verstärker ankommen und dann wirklich anfangen zu tauschen. Die Ausgänge am Verstärker zum Beispiel und dann halt schauen, ob der Fehler mitwandert oder nicht wandert. Und ja, man muss halt nur aufpassen, dass man nicht halt an einer Stelle tauscht und auf der anderen Seite auch schon tauscht und quasi zweimal doppelt getauscht hat. So, das kann einen dann manchmal so ein bisschen die Fehlersuche erschweren, aber in dem Fall ging es wirklich schnell und ja, wenn man da systematisch rangeht, macht es auch Spaß und ist dann umso schöner, wenn es am Ende wieder klingt. War jetzt in dem Fall nur das Hub, der aus war und die rechte Top-Teilseite so ein bisschen, aber ja, war mal interessant. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht öfter mal auch so einen Clubbesuch machen kann, dass man eine Club-PA einfach sich mal anschaut, guckt, was steht da, ist das geil, ist das nicht geil und ja, wir gucken uns das halt zusammen an, wie es halt so ist. Gut, das war's dann mit dem kurzen Video und den kleinen Baustellen hier. Ist aber ehrlich gesagt auch seit langem mal ein Fehler meinerseits, wie echt vieles durch, auch so den Festivalsommer, sage ich jetzt mal vorsichtig, oder den Rave-Sommer, wo viel Agi-Betrieb vorhanden war, lief alles immer ziemlich perfekt durch. Ja, das ist halt ein Nachteil von so einem Aktivsystem, dass du halt immer jemanden finden musst, der dir so ein Modul repariert. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Bei einem Passivsystem, ja, dann ist entweder der Box kaputt, ja, der Box, der Lautsprecher kaputt oder der Verstärker, ist natürlich auch beides scheiße in dem Fall, aber leicht austauschbar. So ein Aktivmodul ist natürlich immer etwas komplizierter. Alles klar, reinhauen.